Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein richtig, richtig schönes Team Deathmatch Gameplay im Hintergrund für euch. Es ist heute mal das erste nachkommentierte Video für viele von euch auf meinem Kanal. Also ich habe ja viele neue Abonnenten wirklich in letzter Zeit bekommen. Und ihr kennt das nicht von mir, dass ich auch mal was nachkommentiere. Ich habe euer jetzt einfach mal Bock drauf gehabt. Früher habe ich das öfter mal ab und zu gemacht, ein bisschen über die Lage geredet, hier, dies und das. Und wollte das heute einfach mal wieder machen, weil ich einfach mal Lust dazu hatte. Und im Hintergrund seht ihr mit Lukas, er spielt also Impact X Nesiebs oder Impact Nesiebs, habe ich 56 Kills gemacht, 56,5 glaube ich, richtig, richtig krank. Und guckt euch jetzt diese Szene an, die solltet ihr kurz genießen. 2, dann hole ich mir den noch, 3, dann slide ich da kurz hin, gebe ihm übelst den Headshot, zack, 4, dreh mich um, einer boostet über mich, hol den 5, Digga, geh zur Seite, hol den 6, Digga, lade nach und dann gönne ich mir nochmal gediegen auf Range den 7. 6 oder 7, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich viele Kills gemacht an der Stelle. Auf jeden Fall richtig geil. Mit Drohne, Raps und KR-Einheit habe ich gespielt. Und mit dem Tempest natürlich M8. Das ist meine normale Klasse mit Rotpunkt, Scharf, schnelles Magazin und Magazinerweiterung. Und dann habe ich eigentlich nur noch Perks von, also Afterburner, also auf Deutsch Nachbrenner, dann flinke Hände und Plünderer dabei. Das ist eigentlich meine ganz normale Klasse. So spiele ich immer und so macht mir das Spaß. Ja, genießt das Gameplay im Hintergrund, so weit, so gut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, viele Abonnenten von euch kennen diese Seite jetzt gar nicht hier, dass ich auch mal was nachkommentiere und einfach über was quatsche. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, das einfach mal zu machen und zu erzählen, was in letzter Zeit überhaupt so abgeht, wie sich mein Leben quasi momentan komplett verändert. Einfach so. Und gerade auch im Bereich YouTube, was da momentan passiert, ist einfach nur, Digga, was? Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach nur krank. Also Leute, ich erzähle euch mal, wie das Ganze ist. Ich hatte in meiner YouTube-Laufbahn schon viele Hochs und Tiefs. Ich bin öfter mal ziemlich inaktiv gegangen oder habe 2-3 Wochen nichts hochgeladen, 4 Wochen nichts hochgeladen oder immer nur so einmal in 2,5 Wochen. Und dann habe ich mich immer nicht so wohl gefühlt, weil die Klicks nicht gestimmt haben und die Likes und dies und das. Und dann habe ich mir irgendwann, kam ich zu diesem Gedächtniswandel, wo ich mir dachte, Alter, what the fuck? Warum denkst du dir, dass du klickst und alles Mögliche bekommst, wenn du ein- oder zweimal in 3 Wochen hochlädst? Und dann dachte ich mir so, Alter, das ist total bescheuert und du denkst einfach viel, viel zu weit und denkst einfach, du wärst der größte YouTuber, der das machen kann, der einfach mal einmal in 2 Wochen oder so hochlädt. Ist aber nicht so. Und dann, ja, so ging es öfter zumindest in meiner Laufbahn. Dann kam diese geile Zeit wirklich, wo durch Zelos die ganzen COD-YouTuber einfach mal zusammen gezockt haben, zusammen aufgenommen haben und ich habe ja Zelos nicht mitgespielt, weil ich ja damals die Zeit davor inaktiv war und die Leute gar nicht wussten, dass ich überhaupt noch Videos mache und mich deswegen gar nicht zu dem Projekt eingeladen haben. Und durch Zelos habe ich allerdings ziemlich, ziemlich guten Kontakt zu Haptic bekommen, das wisst ihr ja. Und seitdem sind wir immer am Aufnehmen gewesen. Wir haben wirklich, also Oktober 2015 war bis jetzt mein stärkster Monat auf YouTube. Ich habe, glaube ich, 9.000 Abonnenten gemacht und 320.000 Klicks war es. Ich habe es gestern angeguckt, wie das aussah. Und dann kam dieser Zeitpunkt, wo BO3 rauskam und Jem und ich haben ein Team gemacht zusammen, also Haptic und ich. Und es lief alles nicht so. Es war alles nicht so cool, pipapo. Und ich habe das Team verlassen mit noch einem anderen Member damals oder beziehungsweise nach einem anderen Member damals und bin dann in ein anderes Team gegangen, habe dann da eine LAN gespielt und auch gewonnen. Wissen vielleicht noch einige von euch. Und ja, da kam meine komplette Phase. Danach dachte ich mir aber so, okay, ganz ehrlich, das wird mir zu stressig. Dann habe ich meine Freundin kennengelernt und dachte mir, das wird einfach alles zu stressig, wenn ich wirklich einen festen Zeitplan habe, wo ich immer spielen muss und so. Deswegen habe ich gedacht, okay, legst das einfach brach und lässt es einfach sein, zockst aus Spaß wieder und fokussierst dich vielleicht wieder ein bisschen auf YouTube, weil in dieser LAN-Zeit und in dieser Vorbereitung habe ich einfach fast gar nichts hochgeladen, weil wir einfach nur gezockt haben. Da habe ich, wenn überhaupt, dann mal ein bisschen gestreamt und auch das halt nur so, sehr inkonstant halt. Und ja, dann kam die Phase, wo ich einfach angefangen habe, wieder YouTube zu machen und glücklicherweise wieder den Kontakt mit Jem bekommen habe, einfach, dass er mir nochmal eine Chance gegeben hat, weil ich habe ja damals so, wie ich aus dem Team gegangen bin, war ja jetzt nicht so die feine Art und Weise und er hat mir dann halt einfach nochmal die Chance gegeben und so ging das dann wieder los, dass wir natürlich auch direkt wieder Videos aufgenommen haben, weil es war quasi nur die ersten 10 Minuten ein bisschen komisch, also die wir wieder geskypt haben und danach war es einfach wieder perfekt und die Klickzahlen haben angefangen wieder bei
lasst mich nicht lügen, 4.000–5.000 Klicks pro Video und 600 Likes. Aber mit meinem neu gewonnenen Gewissen, dass ich nicht direkt von 20.000 Klicks pro Video ausgehen kann, hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur mal sagen, wie man durch wirklich konstante Arbeit und gute Arbeit, meiner Meinung nach, also ich bin mit meinen Videos sehr zufrieden, einfach wirklich wieder nach oben gehen kann, wenn man das wirklich möchte und das wirklich, wirklich verfolgt. Weil, Leute, ich kann euch nur sagen, Oktober war ja mein stärkster Monat, ne? Oktober 2015. Ich habe jetzt in dem letzten Monat, in diesem Juni-Monat, habe ich 430.000 Klicks gemacht. Das sind 100.000 Klicks schon mehr als in meinem stärksten Monat davor. Und ich habe 7.500 Abonnenten gemacht. Das ist ein bisschen weniger als damals, aber da hat Jem mich halt auch die ganze Zeit gepusht und viele Videos auf seinem Channel. Und jetzt kommen die Abos aber auch aus eigener Hand. Also ich mache teilweise jetzt momentan 300 Abos am Tag, einfach so, ohne Push. Und das wollte ich euch einfach nur mal sagen, wie sich das verändert hat und wie man wirklich durch konstante Arbeit und wenn es Spaß macht und man dranbleibt, halt wirklich so weit kommt. Und ich habe jetzt natürlich auch die 50.000 Abonnenten-Marke geknackt, was richtig krass ist. Und jetzt habe ich fast schon wieder die 52.000 und es geht einfach so schnell. Und ich wollte meinen Abo-Special eigentlich direkt zu 50.000 hochladen. Aber es hat nicht geklappt und ja, ich bin das momentan noch am Aufnehmen. Ich brauche da halt einen Gast noch, der manchmal nicht so viel Zeit hat und den werdet ihr dann auf jeden Fall dann in dem Video sehen. Das wird aber alles aufgenommen, also lasst mir da noch ein bisschen Zeit. Ich habe da wirklich, da steckt wirklich Herz drin. Es ist nicht kompliziertes, was ich da mache oder nichts Aufwendiges, aber aufwendig, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Video und ihr werdet euch sicherlich richtig freuen. Und ja, ich bedanke mich einfach bei euch, wirklich, jetzt habe ich momentan so einen Durchschnitt von 15.000 Klicks und das ist innerhalb von einem Monat passiert, von 5.000 zu 15.000, also wirklich danke an euch, muss man einfach mal sagen, das Gameplay ist schon über eine Minute zu Ende oder so, ist mir auch scheißegal, da haue ich schon noch irgendwas rein und ja Leute, ich würde sagen, gebt dafür einen Daumen hoch, gebt euch mal selbst einen Daumen hoch, ehrlich, ne, wirklich danke an euch und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao.